Ein freundliches Hallo in die Runde. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so ein tolles Herz fertigt. Das habe ich hier gewickelt mit unseren vorgefertigten, vorgedrehten Drähten in einer Stärke von 2 mm. Ein eluxierter Draht ist das, ein eluxierter Aluminiumdraht. Hier habe ich das einmal in Rot und hier habe ich das etwas kleiner gewickelt, nämlich mit 1,5 Stärke. So, das ist jetzt hier mal in Champagner. Das habe ich mit dem Rollstab gearbeitet, 6 mm. Wir haben den auch noch in 8 mm. 6 mm ist eigentlich ausreichend und ja, dann formt man das etwas zierlicher und kleiner. Ansonsten sind die Drähte, was die 2 mm Drähte betrifft, bei uns alle vorgedreht. Dann hat man das etwas einfacher und das will ich euch gerne einmal zeigen. Das sind jetzt hier unsere vorgedrehten Drähte. Da muss man sich nicht großartig abmühen. Die gibt es bei uns im Shop unter www.katjahaders.de. Da könnt ihr gerne mal bei uns in den Shop reinschauen. Ja, wie fertigt man so ein Draht? Wie fertigt man so ein Herz? Das möchte ich euch heute gerne zeigen. Also, zuallererst forme ich mir ein Herz. Macht es nicht ganz zu klein. Je kleiner ihr das wickelt, desto schwieriger ist das auch zu formen, was jedenfalls mit dem 2 mm Draht gefertigt wird. So, das biege ich mir jetzt hier herum. Man braucht natürlich eine Rundzange und einen Seitenschneider. Das ist alles, was man an Werkzeug dafür benötigt. So, jetzt forme ich mir dieses Herz. Also ich mache praktisch ein Grundgerüst, so vielleicht mal so ein bisschen. Ich hoffe, dass ihr das auch gut erkennen könnt. So, ziehe das noch etwas in die Länge. Und da könnt ihr praktisch euer Herz in die gewünschte Größe bringen. Und jetzt nehme ich meinen Draht und wickle so ein bisschen um das Herz herum. So. Und ihr seht schon, ich arbeite rund. Das heißt, das Herz wird nicht hohl, sondern recht füllig. Und gehe immer wieder an der Form entlang, quer rüber. Das ist jetzt zum Beispiel ein Deko-Objekt, was relativ schnell gefertigt werden kann. Für Schmuckstücke braucht es dann doch etwas länger. Oder wenn man jetzt einen Kranz wickelt, der braucht natürlich viel mehr Zeit als so ein Herz. Immer mal wieder gucken und formen, dass man in Form bleibt, beziehungsweise das Herz. Herum. Huch, jetzt habe ich hier meine Kamera angeschubst. Jetzt wird es etwas lauter. Ich habe den Draht fallen lassen. So. Und immer wieder etwas modellieren. Gar nicht so einfach, das in die Kamera zu halten. So, und wieder etwas drücken, in Form bringen.
Das ist ein schönes Geschenk, nicht nur für den Valentinstag, sondern auch, wenn ihr bei einer Hochzeit eingeladen seid und ihr braucht noch ein schönes Geschenk, dann ist das Herz immer passend. So, muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt hier mehr Fülle reinkriege auf der rechten Seite. Und immer wieder drücken, formen. Und wenn man merkt, dass eine Seite nicht ganz so gelingt, dann einmal das Herz umdrehen. Von der anderen Seite noch so ein bisschen Fülle geben. So. Ihr seht schon, das geht immer. Kreuz und die Quer. Ich habe jetzt das Herz natürlich etwas schmaler gemacht. Das war jetzt nicht gewollt. Also wenn ihr das etwas breiter haben wollt, dann müsst ihr euch die Grundform auch schon etwas breiter wickeln. So, jetzt denke ich, ich habe jetzt genügend Material verbaut. Man braucht für so ein Herz ungefähr... Für das große Herz habe ich fast 30 Meter benötigt und hier sind das schon so 17, 18 Meter braucht man schon. Das wird abgeschnitten und dann wird der Draht fixiert und etwas gebogen und modelliert. Das mache ich auch, wenn ich meine Schmuckstücke fertige. Es sieht nicht immer alles gleich schön aus. Die Form bekommt es dann durchs Modellieren. Da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, wenn euch etwas mal nicht gleich so gelingt. So ein bisschen in die Hand nehmen und ein bisschen drücken und formen. So, hier habe ich jetzt einmal einen kleinen längeren Stiel gelassen, Herzstiel, je nachdem, wie ihr das modelliert. Jetzt habe ich euch noch ein anderes Herz mitgebracht und das wird praktisch mit dem Rollstab gewickelt. Das zeige ich euch auch nochmal. Ihr nehmt praktisch den 1,5er Draht und das ist 6 mm, der Rollstab 6 mm. Und dann wickelt ihr den Draht dort auf. Und dann wird daraus gleich ein anderes kleines Herz geformt. Das habe ich jetzt hier natürlich schon mal vorbereitet, damit das nicht so lange dauert. Also ihr wickelt das richtig kräftig auf und dann auch hier formt ihr euch wieder ein Herz. Wickelt es herum. Und wenn ihr denkt, dass ihr eine Herzform habt, die euch gefällt, wenn das Grundgerüst praktisch steht, dann könnt ihr auch wickeln. Ich gehe jetzt nochmal hier so rüber.
Und gehe einmal hier so längs. Immer wieder gucken, dass ihr auch die Form des Herzens beibehaltet. So. Und dann wickeln wir dieses Mal nicht außen herum, sondern immer durch die Mitte. Na, das werde ich mal richtig abschneiden. So. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht den ganzen Draht aufdreht gleich, also auseinanderzieht, weil sonst habt ihr eine richtig lange Schnur und ihr müsst das ja immer wieder um das Herz drumherum wickeln. Sonst habt ihr da etliche Meter und so ist das dann schon einfacher. Und das wickelt ihr, wie gesagt, ihr könnt auch links oder rechts rumwickeln, das ist egal. Ich wickel aber immer von unten nach außen, unten durch. Den Draht nicht ganz auseinanderziehen, sondern immer so ein bisschen, dass die Struktur noch behalten bleibt. So. Und dann wieder hier unten, dass ihr praktisch dieses letzte Stückchen vom Herz, dass ihr das beibehaltet. Dass die Form nicht aus der Form gerät, sozusagen. Oh, und jetzt wickelt man weiter und weiter. Hier auch immer mal so in der Mitte. Und das kann man in verschiedenen Größen und Stärken machen. Auch dazu kann man den 2 mm Draht nehmen und ein größeres Herz formen. Da braucht man nicht ganz so viel Material. Wird dann fixiert und geformt. Ich würde jetzt hier einfach nochmal mit dem Draht durchgehen, also nochmal eine Runde fertigen. Hier habe ich euch schon mal ein kleineres Herz, das ist ein bisschen weiter und dann drehe ich das so. Das kann man auch, wenn ihr das in anderen Farben macht, zum Beispiel in Silber oder in recht bunten Farben, kann man das auch an einen Hauseingang zum Schmücken, also für Dekozwecke quasi, benutzen. Oder für Geschenke, dass man einfach, wenn man jetzt ein Geldgeschenk machen möchte zur Hochzeit, so ein kleines Herz sich wickelt. Das kommt immer gut an, denke ich mal. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann wird das Ende wieder schön fixiert. Und in Form gebracht. Und wie gesagt, durchs Modellieren entsteht dann die Herzform noch mal richtig gut in allen Größen und Farben kann man dieses Herz herstellen. Und ich finde, das ist jetzt gar nicht so schlecht gelungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen und ihr habt Lust, diese Herzen nachzubauen.
basteln. Dann wünsche ich euch viel Erfolg damit und beim nächsten Mal zeige ich euch dann wieder andere Schmuckstücke und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Liebe Grüße und bis bald.